Ja, meine Leute, bitte zuhören. Für jemanden, der fast ein Jahrzehnt lang sich ausschließlich nur mit der Lead-Generierung, also mit der Lead-Gewinnung B2B in der IT-Branche beschäftigt hat, für Projektgeschäft, für SAP, Adobe, Oracle, you name it, möchte ich dir Folgendes sagen. Es war noch nie so wichtig wie jetzt und fortfolgend für die Zukunft, sich über das Thema Folgekäufe Gedanken zu machen. Also es war schon immer das Problem, dass sozusagen schon auch ein Mindset-Problem, wenn man jetzt zum Beispiel als Lead-Gen-Agentur mit einem Dienstleister, mit einem Softwarehersteller zusammengearbeitet hat, da gab es immer die Diskussion, okay, zwei Diskussionen gab es immer. Haben wir genug Leads? Warum sind es so, nur so wenig Leads? Wir wollen brauchen mehr Leads. Zweitens, sind die Leads gut genug? Warum sind die Leads nicht so gut genug, qualitativ, könnten nicht besser sein? Also Quantität, wir haben irgendwie 7, 8 Leads im Monat vereinbart, Projektgeschäft minimal 300k, 500k aufwärts. Es sind aber nur 5 geworden oder 2 oder 3. Zweitens Qualität, von denen gab No-Show. Die meisten haben dann doch wieder kein Budget oder noch nicht aktuell kein Budget, vielleicht in der Zukunft mal. Meistens war es das Budget. Das andere ist dann wieder, ja, der Bedarf passt dann doch nicht hundertprozentig auf unser Portfolio. Das war so meistens der zweite Grund. Der dritte Grund war dann, ja, Budget ist da, Portfolio passt, aber wir haben dann noch so 3, 4, 5 andere im Auswahlprozess. Na, ihr seid nur einer von mindestens 3 bis 5. Ja, und dann gab es Pitching-Runden und dies und das und jenes, wurden da Ewigkeiten Zeit reingesteckt und am Ende ist man dann doch wieder ausgeschieden, so kurz vorm Ziel. Ja, und hat am Ende 0 Euro verdient. Das waren so die 3 Hauptgründe, warum man dann immer wieder zurück zur Agentur ist, zur Lead-Generierungsagentur, in dem Fall waren wir das. Und dann haben wir immer wieder gesagt, ja, Herr Klein, in dem Fall war ich der Projektleiter, Teamleiter oder was weiß ich. Später habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und dann, ja, so, also das reicht jetzt nicht, das passt uns nicht und da müssen wir jetzt quasi entweder Geld zurück oder wir machen Kündigung oder wir schieben auf oder wir pausieren oder was können wir denn da machen und so weiter und so weiter. Und dann warst du wieder schon in diesem Frame drin, wo du auf gar keinen Fall sein wolltest, ne? Als Anbieter, als Agentur, als Lead-Gen-Agentur. Und was schon damals das Problem war, auch als Bewusstsein beim Kunden zu schaffen, ist, dass letztendlich Qualität und Quantität durchaus eine Rolle spielen, aber der Kundenwert, also letztendlich der Blickwinkel auf die gewonnenen Leads, die durchgegangen sind, die Qualität und Quantität erfüllt haben und die dann auch konvertiert sind. Also letztendlich der Customer Lifetime Value. Und das ist etwas, wo damals, wir reden jetzt von 2010, 11, 12, 13 und so weiter, kann ich mich kaum erinnern, dass überhaupt dieses Wort jemals erwähnt wurde. Na, mittlerweile kennt irgendwie jeder Markt irgendwie das Wort Custom Lifetime Value, ja? CLV. Und ich finde es interessant, rückblickend auch. Weil das ist ja letztendlich der entscheidende Faktor. Also klar, Quantität und Qualität sind wichtig, aber der CLV ist ja das Entscheidende. Ja? Und da kann eine Lead-Gen-Agentur nur bedingt mit beisteuern, denn da hängt es ja davon ab, okay, wie gut ist der Kundenservice des Dienstleisters, des Softwareherstellers in dem Fall, also meines Kunden oder des Kunden der Agentur. Wie gut ist dem sein Service? Wie gut sind dem seine Upsell, Cross-Sell-Produkte, Dienstleistungen? Hat er überhaupt welche? Ja? Wie gut ist dem seine Qualität? Wie gut ist das Fulfillment? Ja, wie sehr ist der auf Zack? Ja, Kundenservice, aber auch die Qualität der Arbeit, die er ableistet. Sei es jetzt ein Berater oder Softwareentwickler oder sonst was. All diese Themen, die spielen da mit rein, um letztendlich im Gesamten hier eine erfolgreiche Zusammenarbeit abzubilden. Denn nur wenn diese Kriterien auf der Kundenseite, jetzt reden wir mal von Agentur und Kundenseite, auf der Kundenseite passen, nur dann werden daraus ja wieder zufriedene Kunden. Das heißt, klar, nochmal zurück, Lead-Qualität und Quantität, aber dann auch der CLV und alles, was damit einhergeht. Sprich, Qualität des Fulfillments, weil das erzeugt ja wiederum Kundenstimmung.
positive Erfahrungen, positive Kundenstimmen, Testimonials, die dann wiederum in die Lead-Gen, also wieder ganz nach vorne eingespielt werden können in die Akquise. Das ist ja sowas von wichtig. Und insbesondere bei kleineren, nicht so bekannten Brands ist das ein Riesenthema. Und wenn du da die falschen Kunden hast als Agentur, dann ist die Tendenz immer ganz schnell da, dass die komplette Schuld auf die Agentur abgeschoben wird oder auf den Lead-Gen-Generator, ja, oder wenn du Freelancer bist, oder egal was. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir da, dort wirklich deine Kunden ganz gezielt aussuchst, als Lead-Gen, als Agentur und so weiter. Und deswegen ist es auch so wichtig, und deswegen haben wir uns auch entschieden vor einiger Zeit, wenn wir insbesondere bei kleineren Kunden, die es meistens auch sehr nötig haben, tiefer mit reinzugehen. Das heißt, wir begutachten den kompletten Kundenzyklus, also den kompletten Customer Lifetime Zyklus. Ja? Also wir sprechen jetzt hier von Customer Lifetime Value und dann gibt es noch den Customer Lifetime Zyklus, Cycle. Customer Lifetime Cycle. Ja? Und den begutachten und dann können wir sagen, okay, weil wir möchten da schon auch drauf schauen, weil am Ende des Tages, ja, können ja wir nicht komplett verantwortlich sein für Dinge, die dann im Fulfillment oder im Support oder im Kundenservice und so weiter dann letztendlich komplett schief gehen oder teilweise ist gar kein richtiger, vernünftiger vorhanden oder sowas bei so manchen Startups. Ne? Dann ist es okay, dann muss man dran arbeiten. Ne? Ist ja klar, ne? Also wenn du jetzt quasi auch am Anfang bist, wenn jetzt ein Kunde von uns auch erst mehr oder weniger am Anfang ist, dann ist das Verständnis auch vollkommen da. Aber dann brauchen wir auch wiederum Verständnis dafür, dass letztendlich dort auch Arbeit zu leisten ist und eine gewisse Aufholjagd, ne? Also Henne-Ei-Prinzip haben wir dann auch wahrscheinlich da irgendwo. Und dass aber auch dann Verständnis dafür ist, dass letztendlich das nicht unbedingt die Akquise am Frontend erleichtert, ne? Dass man sich da auf jeden Fall kommunizieren und abstimmen muss. In diesem Sinne, dieses Video, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, dein Thomas Klein.